Hallo Leute, hier ist nochmal der Dan mit einer kleinen Spielevorstellung. Kingdom Classic heißt dieses Ding. Und es wurde mir angezeigt, es ist jetzt gerade kostenlos zu spielen. Und es wurde mir angezeigt in meiner Liste. Viele versagten, dieser König wird es besser machen. Es wurde mir angezeigt, dass es was für mich wäre. Und ich habe es mir einfach mal angeguckt und bin eigentlich sehr positiv überrascht. Also erstmal ein wahnsinnig geiler Pixel-Look. Es ist ein 2D-Strategie-Ressourcenmanagement-Spiel. Das hört sich natürlich jetzt wieder sehr, sehr sperrig an, aber ihr werdet gleich sehen, was das bedeutet. Kingdom, hier der Schriftzug. Das ist unsere Figur hier. Ich steuere ihn. Das ist ein König. Das bin ich, der König, und ich werde jetzt hier mein Königreich quasi aus dem Nichts auferstehen lassen. Das ist ganz interessant. Es läuft alles nur über die Pfeiltasten bisher, was ich bisher gesehen habe. Wir bekommen am Anfang hier einen schönen Sack Münzen. Das ist super geil animiert da oben mit dem kleinen Säckchen. Und jetzt sind wir schon quasi im Tutorial, ne? Hier haben wir jetzt ein Lagerfeuer, hier sind ein paar Obdachlose, sage ich jetzt mal. Und hier gründen wir unsere erste Siedlung. Einfach Pfeil nach unten halten, wie es da steht. So, das ist jetzt erstmal unsere erste Siedlung. Wir haben hier einen Bogenmacher und wir haben hier einen Schmied, der Hämmer produziert. Und da kommen wir gleich zu. Also jetzt einfach nur wirklich, wir laufen jetzt hier hin und wir wollen jetzt mit diesen Jungs interagieren. Also Münze geben. Entschuldigung, ich bin immer noch krank. Jetzt haben wir zwei Arbeiter. Die machen soweit jetzt erstmal noch nichts. Und wir wollen denen jetzt eine Arbeit zuweisen. Also der erste wird Jäger. Jäger ist auch gleich Wache. Also wenn ich jetzt Wachtürme baue, wird ein Jäger auch in den Wachturm gehen und ist aber dann im Wachturm gebunden. So, dem anderen, das ist ein Baumeister, möchte ich aus dem machen. Dem gebe ich einen Hammer. Ne, kaufe ich einen Hammer. Also immer jeder freie Mitarbeiter, den man hat, der wird dann immer dahin laufen und sich halt ausrüsten. So. Gut, jetzt haben wir erstmal die Grundausstattung an Leuten. Jetzt haben wir hier noch diese Erdfelder. Ihr seht, da oben ist ein freies Münzfeld. Da kann ich jetzt einen Auftrag erteilen. Und das Schöne ist, man muss natürlich erstmal lernen, was für ein Auftrag das ist. Hier habt ihr es gesehen. Der Jäger hat schon einige Hasen gejagt und gibt mir auch jetzt die Münzen. Ja. So, und jetzt haben wir hier aus diesem Lehmhaufen haben wir hier einen Verteidigungswall gebaut. Ne? Das Spiel erklärt mir, wenn ich zweimal in eine Richtung drücke, kann ich mich schneller bewegen. Das sehen wir hier. So, jetzt bauen wir hier auch noch einen Verteidigungswall. Aber wir haben jetzt natürlich nur einen Schützen. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall erst noch mal ein paar mehr Leute. Wie gesagt, die Jäger gehen am Tag auf die Jagd und in der Nacht beschützen sie auch so ein bisschen die. Ah, hier ist noch ein Camp. Hier drücke ich jetzt jemanden ein Goldstück in die Hand. Der ist jetzt mein Vasall. Und ab geht's hier. Ich kaufe noch einen Bogen. Der wird sich jetzt gleich mit dem Bogen ausrüsten und wird auch anfangen, Tiere zu jagen. Ne? Und dann bekomme ich wieder Geld. So, was der Baumeister auch noch tun kann, ist, ich kann hier hingehen, für ein Goldstück zum Beispiel diesen Baum markieren. Der Baumeister wird ihn jetzt fällen, ja, und wird mir dann eine entsprechende Geldsumme dafür geben. Also bis jetzt war es, man setzt ein Goldstück ein. Ach, hier ist nochmal was vom Jäger. Man setzt ein Goldstück ein und bekommt zwei heraus. Das ist ganz gut. So, jetzt ist die Nacht. Das ist nämlich auch ein kleines Fantasy-Spiel. Wir werden nachts häufig von Unholden angegriffen. So, mal gucken. Er hat jetzt den Baum gefällt. Hat er jetzt schon Geld für mich dabei? Nö. Na gut. Vielleicht gibt er mir das erst am Tag. Ich weiß es nicht. So, hier ist jetzt ein Unhold. Der greift jetzt meine Verteidigung an. Jetzt hoffe ich, dass die Jäger sich drum kümmern. Nö, die bleiben einfach hier stehen. Das ist natürlich nicht gut.
kann man hier, ich habe jetzt leider nicht genug Geld, ich könnte jetzt hier auf diesen Steinen kann man Verteidigungstürme bauen. Also das ist quasi das Box für Verteidigungstürme. Wenn ich jetzt gegen dieses Wesen ankämpfe, verliere ich Geldstücke. So, er hat mir das jetzt kaputt gemacht. Ach so, okay. Er hat mir die Verteidigung jetzt kaputt gemacht. Das ist nicht so dramatisch. Die bauen wir wieder auf. So, am Tag bekommt ihr dann einen kleinen Staatsschatz. Anhand eurer Leistung, würde ich mal sagen. Oder anhand der Größe des Königreichs. Die Jäger gehen wieder auf die Jagd. Und jetzt müssen wir uns erstmal verteidigen. Jetzt bauen wir hier mal was auf. Nur mal zum Zeigen. Jetzt kommt... Also mein Handwerker ist ja gerade hier drüben unterwegs. Der hat jetzt gerade die Verteidigung wieder hochgezogen. So. Der baut mir jetzt hier schön was auf. Wie viele Goldstücke habe ich noch? So, 3 Stück. Dann erweitern wir mal unser Lager. Jetzt wird es ein bisschen gemütlicher hier. Und man kann halt dann auch immer noch Dinge freischalten. So, der Jäger hat mir jetzt gerade nochmal Geld gegeben. So, jetzt ist aus dem Jäger hier dieser Wachmann geworden. Der sitzt jetzt hier in diesem Turm und bleibt auch erstmal da. So, jetzt erweitern wir mal unser Lager. Das mache ich jetzt, um euch das mal ein bisschen zu zeigen. Und hier, der Jäger, wahnsinnig erfolgreich gewesen. Während wir unser Lager erweitern, hole ich nochmal... Was ist denn das hier? Aha, hier könnte ich jetzt interagieren. Das möchte ich jetzt aber nicht machen, weil ich nicht weiß, was das kostet. Ich bräuchte noch ein paar... Ah, hier, guck mal. Ihn hier. Hallo. So. Er soll jetzt zurückkommen. Mit mir. Ein Händler. Ich weiß nicht, was ich damit machen kann. Können wir auch einfach mal ausprobieren. Ach, komm. Sind wir schon da? Ich habe den noch nicht gesehen, den Händler. 4 Goldstücke will der. Was kriege ich dafür? Ah, der kommt jetzt zurück. Der kommt jetzt mit mir mit. Okay, dann werden wir mal sehen, was wir damit machen können. Ich habe schon herausgefunden, hier an diesen Stellen, also in diesen Flussquellen, da könnt ihr dann einen Bauern hinsetzen. Das werden wir auf jeden Fall gucken, dass wir das hinkriegen. Ich habe jetzt hier vergrößert. Also das ist jetzt mal ein größerer Bereich, der jetzt zu mir gehört. Und hier, wo ich jetzt stehe mit meinem König, da wird dann ein Bauernhändler sein, bei dem ich dann Sensen kaufen kann. Und dann wird aus diesen jungen Leuten, die ich da zur Verfügung habe, ein Bauer. Und der, ja, bauert dann rum. So. Jetzt gucken wir mal. Ah, der Handwerker hat mir noch ein Goldstück gegeben. So, jetzt mal gucken, was der Händler hier machen wird. Und es ist einfach eine wahnsinnig geile Grafik. Die Musik ist sehr unaufdringlich, finde ich. Schön im Hintergrund, schöne Umgebungsgeräusche sind sehr, sehr stimmig. Die Lichteffekte sind fantastisch. Hier mit den Fackeln, wenn ich hier rumreite und so. Ja, wirklich, wirklich super. So. Ja, und die Angriffe werden natürlich stärker. Auch in der Nacht. Das heißt natürlich, jetzt haben wir noch 3 Goldstücke zum Glück übrig. Jetzt bauen wir hier nochmal schnell eine Verteidigung hin. Mal gucken, was macht denn der Händler jetzt hier? Ach, der Händler bringt mir ganz viele Hämmer. Ach, ich habe jetzt für vier Goldstücke habe ich jetzt hier Hämmer gekauft. Und normalerweise würde ich viel mehr für den Hammer ausgeben. So, jetzt ist dieses Wesen in... Oh, es hat mir die Krone vom Kopf geschlagen. Was ist da los? So, zum Glück ist jetzt hier der Turm fertig geworden. Jetzt wird natürlich der Jäger gleich da reingehen. So. Staatsschatz mal wieder plündern. Ja, wunderbar. Okay, Verteidigung muss wieder hochgezogen werden. Und ja, und ihr merkt schon, so ergibt sich dann hier ganz organisch ein Spiel heraus. Ja? Also es wird immer mehr, was ihr tun könnt. Okay, hier habe ich nicht genug Geld, um das zu erweitern. Ich möchte euch nämlich gerne das zeigen mit den... hier ist noch Geld. Mit dem größeren Camp.
Das wird dann nämlich richtig mächtig. Ja, gibt eine schöne Holzpalisade, die ist wahrscheinlich nur optisch. Aber das, der größte Unterschied ist halt dann jetzt hier dieser Händler. Hier ist er schon. Da brauche ich 5 Goldstücke, um einen Bauernhof zu bezahlen. Was mir hier an dem Spiel auch sehr gut gefällt, es ist ein relativ ruhiges Spiel. Also es gibt ja sehr, sehr viele hektische Spiele. Und das ist hier so ein Spiel, wo man sich so schön reinlegen kann, reinfuchsen kann. Und da fängt man dann 2-3 Mal neu an und findet Dinge heraus und kommt weiter. Und das ist schon eine schöne Sache. So, jetzt habe ich kein Geld. Kann ich entweder drauf warten, ja, ob die Jäger mir was bringen, aber ich glaube, habe ich überhaupt jetzt noch einen Jäger? Ich müsste eigentlich noch einen haben. Ah, ich bin zu viel gerannt, mein Pferd ist, das seht ihr, es schnaubt. Mein Pferd ist jetzt viel zu geschafft von dem ganzen Hin- und Herrennen. Okay, der Jäger hat ein bisschen was eingenommen. Und ich könnte jetzt zum Beispiel, was machen wir denn mit dem Gold? Zum Beispiel hier die Verteidigung verbessern. Hier drüben. Aber das machen wir nicht. Wir heben uns das Geld auf. Wir werden dann hier einen Bauernhof hinsetzen. Reicht das schon? Ja. Bauernhof ist gesetzt. Ich habe noch ein Goldstück über. Das suchen wir uns jetzt noch einen Obdachlosen. Oder einen Unfreien. Ja, es wird auch dunkel. Das heißt, die Wesen werden mich bald angreifen. Oh, ich habe jetzt gerade eine Idee. Ich vermute, wenn ich kein Geld mehr im Säckel habe, dann hauen sie mir die Krone vom Kopf. Und wenn die Krone weg ist und ich dann nochmal gehauen werde, werde ich wahrscheinlich sterben. Deswegen war eben die Krone weg. Ja. Also, das ist ein richtig nices Spiel. Also, ich liebe diesen Pixel-Look, weil da halt einfach so viel möglich ist. Also, die Macher von solchen Spielen können halt ihren Großteil ihres Geldes auf andere Dinge legen, zum Beispiel Spielkonzepte und sowas, und anstatt hier auf die Grafik, also weil 2D-Grafik einfach viel günstiger ist als 3D-Grafik und dadurch wird natürlich auch viel, viel mehr möglich für viel, viel weniger Geld. Ne? So, der Handwerker hat mir, ach, der gibt mir immer eine gewisse Menge Geld. Okay, hier greift schon jemand an. Der Jäger ist natürlich kein richtiger Wachmann, das ist ja nur ein Jäger, aber der verteidigt schon mal. Es ist auch jetzt nur ein Wesen. Die Anzahl der Wesen wird steigen. Also, als ich eben mal Test gespielt habe, da kamen dann auf einer Seite drei Wesen angerannt. Ne, und da sollte man schon so einen Wachmann haben. So, Tag 4. Geld einsammeln. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt das mehr, was ich bekomme aus dem Startschatz. Weiß ich nicht. Aber wir wollen jetzt auf jeden Fall einen Bauern haben. Wir haben einen Bauernhof, haben wir schon gekauft. Entschuldigung. So. Oh ja, mit Jäger war sehr erfolgreich. Das ist halt die Frage, ob sich das lohnt, 2 Jäger zu haben. So, er repariert hier die Palisade. Das könnte ich eigentlich auch mal machen. Die Palisaden erweitern. Wir wollen ja doch sicher sein. Eine Palisade, 2 Palisaden. Und da ist halt wirklich jetzt, da kann man sich richtig schön reinfuchsen jetzt. Braucht man 2 Wachleute? Braucht man einen? Macht es Sinn, hier schon einen Turm zu bauen? Also so einen Wachturm? Oder macht es einfach Sinn, wenn er wenn man ihn weglässt und hier weiter außen lässt? Das sind halt so Sachen, das ist halt so ein Learning by Doing Game. Und ja, ist schon ganz nice. So, man findet halt dann auch immer mehr und mehr raus. Ich denke mal, es wird halt auch natürlich auch immer größer, das Lager. Mit jedem Tag gibt man halt Geld aus, um sich zu erweitern. Ne? So, ich merke auch, meine Stimme macht langsam nicht mehr mit. Ich muss jetzt häufiger husten. Ich werde es nochmal mit dem Wasser herauszögern.
Weil ich jetzt, den... Oh. Wo ist er denn? Habe ich noch keinen bezahlt dafür, um Bauer zu sein? Doch, da ist eine Sense. Aber noch kein Bauer. Das heißt, ich werde jetzt nochmal ausreiten und gucken, ob ich nochmal jemand finde. Ist halt die Frage, ob die so weit dann kommen oder ob man dann quasi sein Lager, sein Königreich so ausweiten muss. Nee, mit dem möchte ich nicht handeln. So viel Geld habe ich jetzt nicht. Oder ob man sein Königreich halt so erweitern muss, dass das irgendwann lukrativ wird, ne? Dass der dann rüberkommt. Guck mal her, Bettler. So. Also laut Adam Riese müsste er jetzt zum Bauern werden. Aber wahrscheinlich auch erst morgen. Naja. Ah, die Grafik und die Soundkulisse ist echt super. Ja, es wird nicht jedem gefallen. Im Moment ist ja auch so dieser Trend so sehr nach diesen 3D-Spielen. Auch finde ich irgendwie so. Es liegt wahrscheinlich eher so an den Leuten, die ich so kenne. Es sind viele, die jetzt so irgendwie die ganze Zeit nur am Shooter spielen sind und so. Ich bin ja eh da so ein bisschen so ein, ja, wie kann man das sagen? Was das angeht, so ein bisschen ein Eigenbrötler. Ah ja, hier kommen jetzt zwei. Und ihr seht jetzt hier, der Wachmann wird sich dagegen einsetzen, aber das ist gar nicht mal so gut. Ja? Naja. Kriegen wir schon hin. Ah, nur noch einer da und es ist eine starke Palisade. Ja, ich bin, was so Spiele angeht, bin ich ja sowieso ein bisschen so ein Eigenbrötler. Ich bin einer der letzten verbliebenen Strategiespieler, sage ich jetzt mal. Und es gibt noch genug andere Strategiespieler, das ist mir auch klar. Hier wurde auch angegriffen. Aber es ist schon seltener, wenn man, dass man jemand findet, der das macht. Ne? So. Jetzt frage ich mich nur. Ich schau mal, wo dieser Typ bleibt. Oder ob der einfach nicht kommt, weil das zu weit ist. Es kommt niemand. Okay. Dann werde ich wahrscheinlich mein Königreich einfach erweitern müssen. Machen wir doch dann einfach. Oder ich guck mal auf der anderen Seite. Was ist hier? Kohle raus. Habe ich den Startschatz schon geholt? Bin ja richtig reich jetzt. Naja, umso mehr Leute, das ist halt dieses alte Prinzip. Ne? So, umso mehr Leute für mich arbeiten, umso besser. Dann erweitere ich mein Königreich aber mal hier in die Richtung. Geht gar nicht. Okay. Ja, wahrscheinlich, weil hier der Anfang ist. Entschuldigung. Aber hier kommt auch kein Camp. Jedenfalls, ich weiß nicht, wie weit man da noch hinreiten kann. Aber hier werden mir die Möglichkeiten auf jeden Fall nicht angezeigt. Na gut. Okay. Na ja, dann wollen wir mal. Dann machen wir einfach mal ein Upgrade von der. Von der Siedlung, das habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Aber wenn wir die Möglichkeit dazu haben. Oh, jetzt gibt es sogar schon ein großes Holzhaus. Ah, ich vermute, dass je nach Entwicklungsstand der Siedlung dann auch die Kohle steigt, die man bekommt. Und wahrscheinlich auch die Ausbreitungsmöglichkeiten. Na, mal gucken. So, ja, hier, das hat mir jetzt noch gar nichts gebracht hier. Okay. Ja, jetzt wollen wir mal schauen. Ich will das gerne jetzt erweitern, das Gebiet. Ich weiß natürlich nicht, ob das auf die Entfernung funktioniert. Doch, es geht. Ich kann hier was bauen. Uiuiui. Das wäre natürlich ein Riesen, oder ist natürlich ein Riesenbatzen. Da kommt mein Arbeiter. Ich
da auch nochmal. Ja, das muss ich. Das ist halt wirklich so eine Sache. Man muss halt dann. Man hat Geld als Ressourcen und man hat nur eine begrenzte Anzahl an Arbeitern und so weiter. Und gerade erweitern. Der Jäger kommt zum Glück hier schon mit. Also entweder der Jäger arbeitet halt auch immer an den Außengrenzen oder er begibt sich automatisch so ein bisschen zur Verteidigung. Oh. Die haben jetzt auch, habt ihr gesehen, die haben jetzt auch meine Arbeiter töten die. Schnell weg. Und die haben mir mein ganzes Geld gestohlen und da ist die Krone weg. Mal gucken, was passiert. Sie haben sie mir gestohlen. Und damit habe ich verloren. Keine Krone, kein König. Ja, Leute, das war doch ganz interessant. Ich hoffe, ich habe euch einen kleinen Eindruck hinterlassen und ich spiele jetzt weiter, weil das Spiel ist einfach nice und passt auch wirklich sehr schön in die Weihnachtszeit, wo man ein bisschen Zeit hat und man hat eine richtig nice Atmosphäre. Es fühlt sich richtig cool an. Ich habe meinen Kaffee da, ich habe meine Milch da und ist ein bisschen freie Zeit und da ist das eine wirklich coole Sache. Also kann ich empfehlen, Kingdom Classic. Es gibt sogar da anscheinend schon Erweiterungen zu. Ist jetzt im Moment auch im Sale für 5 Euro. Ich habe es jetzt gratis gespielt. Ich werde es mir auf jeden Fall dann zulegen. Vielleicht auch mit der Erweiterung, muss ich mal schauen. Also super Sache und ja, viel Spaß weiterhin auf meinem Kanal. Ciao, ciao.